Bei mir ein sichtlich erleichterter Winfried Grundsteiner, Trainer der österreichischen Nationalmannschaft. Der Start in das Match, das Halbfinalmatch gegen Italien, war das zu überheblich aus deiner Sicht? Nein, das sehe ich nicht so. Wir haben darauf hingewiesen, dass das ein gefährliches Spiel ist, in dem wir als Favoriten relativ viel zu verlieren haben und die Italiener eigentlich nur gewinnen können, und haben eigentlich den Jungs erzählt, dass es hauptsächlich darum geht, mit großem Kampfgeist in dieses Spiel zu gehen und mit viel Dynamik in dieses Spiel und die Initiative an uns zu reißen. Und das ist uns am Beginn einfach nicht gelungen. Wir haben sehr viele Eigenfehler gemacht, haben einfach dadurch ein bisschen Nervosität entwickelt. Und dann wird es natürlich schwierig, noch dazu, wo die Bedingungen vor allem für die abwehrenden Mannschaften wirklich sehr, sehr schwierig waren heute. Ja, den ersten Satz gleich verloren, aber dann Gott sei Dank 3:1 gewonnen und sich fürs morgige Finale qualifiziert. Was muss noch für morgen geändert werden, damit der Start ähnlich gut wird wie im Gruppenspiel der Schweiz, aber dann besser endet? Naja, ich glaube, grundsätzlich funktioniert das schon. Das System, das wir in den letzten Wochen und Monaten uns erarbeitet haben, ist natürlich noch etwas instabil, aber wenn die Maschinerie ins Rollen kommt, dann haben wir wirklich sehr viele Möglichkeiten. Ich glaube einfach, dass es über die Defensive laufen wird morgen. Die Bodenverhältnisse sind sehr schwierig, das wird auch für die Schweiz ganz schwierig werden. Und die Mannschaft, die defensiv besser ins Spiel startet, wird sicherlich auch am Ende die Nase vorne haben. Okay, dann hoffen wir natürlich, dass das Österreich sein wird. Viel Erfolg für morgen und alles Gute.